Hallo und herzlich willkommen zum Wintertraum 2022 hier aus dem Phantasialand in Brühl. Und nun nehme ich euch mit zu einem fantastischen Rundgang durch die zauberhaften Winterwelten. In diesem Jahr neu sind die Moments of Lights, die täglich mit der Kaiserplatz Illumination starten. Hierbei verwandelt sich der Kaiserplatz vom Themenbereich Berlin in ein funkelndes Lichtermeer. Des Weiteren erwartet euch der Pulse of Flugburg. Water Music Lights, einer Symphonie aus Musik, Licht und Wasserfontänen auf dem Kaiserplatz in Berlin. Besonders gut gefällt mir die neue 3D-Mapping-Show auf dem Turm vom Mystery Castle. Das Highlight des Tages war für mich der Good Night Glow, der magisch funkelnder Phantasialand-Winterzaubertag-Abschluss auf dem Kaiserplatz im Themenbereich Berlin. Und wenn ihr Lust auf Licht und Feuer habt, besucht doch mal die 3D-Mapping-Show Tiempo de Fuego im Themenbereich Mexiko. Und wieder mal punktet das Phantasialand durch seine wundervolle Anzahl an fantastischen, märchenhaften Wintershows. Erleben könnt ihr in diesem Jahr beim Wintertraum 2022 die Show Spektakulum Fantastere, das Gauklerfest mit Akrobatik, Gesang und mehr im Silverado-Theater. Der Goldene Faden, eine Zeitreise mit atemberaubender, sensationeller Artistik und wunderbarer Musik. Die weihnachtliche Eisshow alle Jahre wieder in der Arena de Fiesta. Beachtet bitte, dass im Zeitraum 21. November bis 14. Dezember jeweils eine der Wintershows Montag, Dienstag oder Mittwochs nicht stattfinden. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der Internetseite von Phantasialand. Besonders punktet das Phantasialand natürlich mit seiner ausgezeichneten Qualität im Bereich Gastronomie, was ja auch bekannt ist. Neue Geschmackserlebnisse findet ihr ab sofort im Restaurant La Catina Tacana. Von dem würzigen Wraps hin bis zum knusprigen Nachos ist hier alles vertreten. Beachtet bitte, wenn ihr den Phantasialand Wintertraum besuchen möchtet, benötigt ihr ein verbindliches Online-Ticket. Im Phantasialand gibt es zurzeit keine Tagesgäste. Und nun geht es weiter mit meinen Impressionen vom Wintertraum 2022 hier im Phantasialand. Es geht durch die 6 faszinierenden, fantastischen Themenwelten. Für alle anderen Informationen wie Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Erlebnishotels und den Ticketshop besucht doch mal die Internetseite phantasialand.de. Und nun wünsche ich euch viel Spaß.